Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute am 15. März 2018 versuche ich zumindest also eben die zweite Lesung auch zu machen, um diesen Teil der verborgenen Geschichte der Jesuiten abzuschließen. Wir befinden uns in dem Buch Odessa, die wahre Geschichte, wie ich ja bereits erzählt hatte. Dies ist jetzt der zweite Teil. Und ich fahre fort ohne große Einleitung auf Seite 52. Wer eine Einleitung möchte, schaue sich bitte den Teil hier vor an. Da habe ich deutlich gesagt, worum es geht. Und ich lese jetzt und bespreche jetzt die letzten 10 Seiten in dem Kapitel 3 aus dem Buch Odessa. Das heißt Unerwünschte Einwanderung. Mein Großvater Santos Goni, also der Großvater des Autors Uki Goni, der in den 1920er und 1930er Jahren in San Francisco, Wien und Genua als argentinischer Konsul tätig war, war sich der Existenz des geheimen Rundschreibens, also wir sprechen da hier über Zirkular 11 oder wie das sonst auch genannt wurde, Rundschreiben Nummer 11, war sich des geheimen Rundschreibens vollauf bewusst und setzte es rigoros in die Praxis um, als er Anfang der 1940er Jahre am argentinischen Konsulat in Bolivien tätig war. Die Töchter Eduardo Labugles, des argentinischen Botschafters in Berlin während der 1930er Jahre, erinnern sich ebenfalls noch gut an die geheime Order und an die Kopfschmerzen, die sie ihrem Vater bereitete. Keiner dieser beiden Diplomaten war der Sympathie mit den Nazis oder des Antisemitismus verdächtigt, doch sie verbanden eine aufrichtige Abneigung gegen die Nazis mit einem ausgesprochenen Mangel an Sensibilität angesichts der Bedrängnis der Juden. Sie waren beide Berufsdiplomaten der alten Schule, die mit einem ausgeprägten Sinn für Gehorsam ausgestattet waren. Und die Anordnungen, die sie erhielten, waren eindeutig. Mein Großvater, der von 1939 bis 1944 in La Paz eingesetzt war, hatte zahlreiche Anträge von Juden zu bearbeiten, die von Bolivien aus nach Argentinien einreisen wollten. Entmutigt von den Schwierigkeiten, in Europa ein Visum für Argentinien zu bekommen, entschlossen sich viele Juden, in die Nachbarländer einzureisen, um von dort einen Weg nach Argentinien zu finden. Mein Großvater war besonders schockiert von dem Fall einer jungen, schönen Frau, die zuerst einen Beutel mit Juwelen auf seinem Schreibtisch entleerte und, als ihn dies nicht beeindruckte, ihr Kleid auszog, um ihren nackten Körper im Tausch gegen die Bewilligung anzubieten. Da sie weder meinen Großvater noch das Zirkular 11 in Bolivien umgehen konnten, nahmen die Juden zu anderen Mitteln Zuflucht. Viele starben bei dem Versuch, die Grenze zu Argentinien zu Fuß zu überqueren, ermordet wegen ihrer Habseligkeiten oder im Stich gelassen von ihren Führern, die sie bezahlt hatten, damit diese sie hinüberbrachten. Andere bedienten sich der sicherer erscheinenden Methode, Zugkontrolleure und Grenzposten zu bestechen, um in Eisenbahnwaggons versteckt die Grenze zu überqueren. Einer der engsten Freunde und Mitarbeiter Perons, General Juan Pistarini, der gerne den Hitlergruß benutzte, bekam Wind von der Tatsache, dass die Juden Züge benutzten und versuchte, ihnen den Zugang zu versperren. Ein weiterer enger Mitarbeiter und Chef der Bundespolizei, Oberst Juan Filomeno Velasco, ordnete eine Untersuchung an, um die Bandenführer, die Juden ins Land bringen, ausfindig zu machen. Botschafter Labugel in Berlin, der sich im Auge des Hurricanes befand, hatte mit besonders gravierenden Problemen bei der Umsetzung der Anordnung zu kämpfen. Es fiel Labugel schwer, seine Konsuln zur Anwendung des Zirkulars 11 zu bewegen. Der Botschafter musste bissige Kritiken über sich ergehen lassen, besonders von Seiten des Konsuls in Hamburg, Bartolomé Danieri, der sich als Märtyrer der Überkorrektheit Labugles fühlte. Botschafter in anderen europäischen Städten erlaubten es ihren Konsuln, sich mit dem von Juden erpressten Geld zu bereichern, und Danieri war verärgert, dass er davon ausgeschlossen sein sollte. Zitat: Vater wusste, dass die Konsuln von der geheimen Anordnung profitieren wollten und hatte ihnen verboten, Juden gegen Geld Visa auszustellen. Ende Zitat, erinnerte sich seine Tochter 60 Jahre später in einem Interview für dieses Buch. Nichtsdestotrotz war es in Hamburg wohl bekannt, dass das argentinische Konsulat Visa für 5000 Reichsmark
an Juden verkaufte. Das Insistieren des Botschafters auf der Umsetzung des Zirkulars 11 hatte nichts mit Nazi-Sympathien zu tun. Vielmehr litt seine Karriere darunter, dass er nicht auf die achsenfreundliche Linie mehrerer aufeinanderfolgender Regierungen einschwenkte. Zitat: Wenn Vater von offiziellen Empfängen in Berlin heimkehrte, sandten er und Mutter, beide noch in Galakleidung, Telegramme nach Buenos Aires, um vor der Nazi-Gefahr zu warnen, erinnerte sich seine Tochter. Doch die Telegramme landeten im Papierkorb des Außenministeriums. La Bougel gab seine Diplomatenkarriere im Jahr 1942 auf, weil er mit Argentiniens Neutralität im Krieg nicht einverstanden war. Während im Archiv des Außenministeriums noch viele Telegramme auffindbar sind, in denen er völlig zu Recht vor der wachsenden Nazi-Gefahr und dem Versuch Berlins, deutsche Staatsbürger in Argentinien zu indoktrinieren, warnt, sind andere in dunklen Regierungskanälen verschwunden. Insbesondere ein Telegramm aus dem Jahr 1940, in dem Buenos Aires gewarnt wird, dass ein persönlicher Freund Adolf Hitlers vom benachbarten Chile aus nach Argentinien einreisen werde, wurde aus dem Aktenbestand des Außenministeriums entfernt und befindet sich nun im Keller des Innenministeriums, zu dem der Zugang eingeschränkt ist. Wir können dazu eine Fußnote Nummer 77 lesen, in der geschrieben steht: Interview des Autors mit Marlena und Delia La Bougel. Beide haben noch eine lebhafte Erinnerung an die gemeinsam mit ihrem Vater in Berlin verbrachte Zeit. La Bougels Warnung bezüglich des Ehepaars Eichhorn war von Chile aus telegrafiert worden, wohin er nach seiner Berliner Zeit versetzt worden war. 1997 war noch eine Kopie des Telegramms im Keller des Innenministers auffindbar, auf einem Regalbrett, nur wenige Meter von einer gigantischen Schreddermaschine entfernt. Auf Seite 54 fährt der Autor fort. Andere Diplomaten hatten ihre eigenen Vorstellungen, um das Anwachsen der jüdischen Gemeinde in Argentinien zu verlangsamen. Im August wurde eine Bitte der britischen Regierung, 20 deutsch-jüdischen Kindern, die in Großbritannien wohnten, die Zusammenführung mit ihren Familienangehörigen in Argentinien zu gestatten, rundheraus abgeschlagen. Der argentinische Botschafter Thomas Le Breton weigerte sich, ihnen Visa auszustellen. Auch die Intervention Lord Wintons, der ein persönlicher Freund Le Bretons war, vermochte ihn nicht umzustimmen. Jüdische Kinder, Zitat, gehören genau zu der Personengruppe, welche die argentinische Regierung nicht im Land haben will. Denn letztendlich werden sie erwachsen und die jüdische Bevölkerung durch Fortpflanzung vergrößern. Ende Zitat, argumentierte Le Breton, wie Winterton dem Außenministerium berichtete. Zitat, genau genommen insistierte er darauf, nur dann Visa zu genehmigen, wenn wir dafür Sorge tragen würden, dass sie vor ihrer Abreise sterilisiert würden. Eine Maßnahme, deren Durchführung, wie ich ihm sagte, außerhalb unserer Möglichkeiten liege. Auch hier wieder eine Fußnote, Nummer 78, aber in der wird nur auf das Dokument verwiesen, wo das entnommen wurde. Die geheimen Anordnungen verunmöglichten es de facto, jüdischen Flüchtlingen außerhalb schwieriger illegaler Routen nach Argentinien einzureisen. Zitat: Nach 1941 konnte praktisch niemand mehr einreisen, erinnert sich Marcello Fuhrmann, ein Wiener Jude, dessen Bruder zu den letzten gehörte, denen es 1938 gelungen war, nach Argentinien hineinzuschlüpfen. Er selbst musste bis nach dem Krieg warten, ehe er ein Visum bekam. Die Statistiken der Einwanderungsbehörde bestätigen Fuhrmanns Aussage. Die Zahl der zweite und dritte Klasse Passagiere, die bereit waren, ihre jüdische Religionsangehörigkeit bei der Ankunft in Buenos Aires anzugeben, sank von 2006 im Jahr 1941 auf bedrückende 60 im Jahr 1942, um 1943 weiter auf nur noch 26 und 1944 sogar auf einen einzigen Passagier zu fallen. Sowohl das US-amerikanische als auch das britische Außenministerium waren sich der verbreiteten Praxis, Visa an Juden zu verkaufen, durchaus bewusst. Zitat: Unter den Konsularbeamten in Europa war diese Form der Bestechlichkeit eher die Regel als die Ausnahme. Ende Zitat.
berichtete die US-amerikanische Botschaft im Jahr 1943. Während die Konsuln weniger als 1000 Peso pro Fall nahmen, steckten die Beamten im argentinischen Außenministerium beträchtlich höhere Summen ein. Der Geschäftsmann Adolfo Hirsch, Präsident des jüdischen Hilfsvereins Asociación Filantrópica Israelita in Buenos Aires, der aus Europa eintreffende jüdische Flüchtlinge unterstützte, teilte der US-amerikanischen Botschaft mit, dass Beamte des Außenministeriums bis zu 30.000 oder 40.000 Pesos verlangten, um die Einreise einer Gruppe jüdischer Flüchtlinge zu arrangieren. Die Botschaft war unabhängig davon zur Kenntnis gekommen, dass sich der übliche Satz zwischen 2.000 und 3.000 Pesos für eine Einzelperson und 5.000 Pesos für ein verheiratetes Paar bewegte. Die Botschaft berichtete, Zitat, die Einwanderung der Mehrheit der Flüchtlinge scheint unter Verletzung der strengen argentinischen Einwanderungsgesetze und Regelungen zu erfolgen. Der britische Botschafter in Buenos Aires übermittelte nach London, dass die Bestechungsgelder zwischen 5.000 und 10.000 Pesos eine lange Kette von Beamten alimentierten. Zitat, dieser Handel, an dem sich viele in den politischen Zirkeln Argentiniens einflussreiche Personen von der unmittelbaren Umgebung des Präsidenten bis zu kleinen Angestellten im Landwirtschaftsministerium, vom Polizisten bis zur Hafenbehörde beteiligten, half nur denjenigen, deren Verwandte bereit und in der Lage waren, Bestechungsgelder zu bezahlen, schrieb Sir David Kelly im April 1943. Die Geschäfte des argentinischen Konsuls in Barcelona, Miguel Alfredo Molina, scheinen besonders einträglich gewesen zu sein. Der US-amerikanische Militärattaché in Spanien, Oberst Wendell G. Johnson, verfasste im Oktober 1945 für den militärischen Geheimdienst einen Bericht über Molinas Aktivitäten. Molina war der dienstälteste Konsul in Spanien. Bereits 1928 war er in Sevilla tätig gewesen. Ohne den geringsten Skrupel hatte er die Pässe von 70 Argentiniern eingezogen, die im franquistischen Konzentrations- und Internierungslager Miranda als Rote festgehalten wurden, angeblich um ihre Echtheit festzustellen und sie danach zurückzugeben. Stattdessen bot Molina die Pässe zum Kauf an, ohne dabei zwischen Juden und Nazis zu unterscheiden. Dem Oberst Johnson berichtete, dass die Pässe für 35.000 Peseten das Stück verkauft wurden. Johnson war offensichtlich über Molinas Aktivitäten beunruhigt. Seiner Ansicht nach lagen ausreichende Gründe für einen offiziellen Protest vor. Darüber hinaus verfügte er über Dokumente, die bewiesen, dass Molina mit den Nazis kollaboriert hatte. Ein Bericht aus dem Jahre 1944 belegte, dass Molina Mitglied eines Spionage- und Schmugglerrings gewesen war, der Deutschland mit kriegswichtigem Material wie Wolfram, Platin und Gold versorgt hatte. Der Diplomat, von dem es heißt, er habe die größte Geldsumme an den Juden verdient, gilt zugleich als einer der distinguiertesten Geschäftsträger, die Argentinien jemals im Ausland repräsentierten. Miguel Ángel Jarcano, der argentinische Botschafter in Paris von 1938 bis zur Besetzung durch die Nazis, soll $1 Million eingesteckt haben, indem er Visa an reiche Juden verkaufte, die aus Frankreich zu fliehen versuchten. Sein blühender Handel mit Visa war in den diplomatischen Zirkeln der 1940er und 1950er Jahre ein häufiges Gesprächsthema. Nach Paris diente Carcano bis 1946 als Botschafter in London, wo er hohes Ansehen genoss. Wer hat nun richtig gehandelt? Die Diplomaten, die bereit waren, gegen ein Bestechungsgeld ihren Stempel in den Reisepass der Juden zu drücken, oder diejenigen, die sich nicht korrumpieren ließen? Die Tatsache, dass der Nationalsozialismus zu so heillosen Alternativen führte, unterstreicht nur die abgrundtiefe Bösartigkeit des Systems. In diesem Fall retteten diejenigen, die Bestechungsgelder annahmen, Leben. Dem kann ich keinen besonderen Kommentar zufügen, außer dem, dass es der Wahrheit ist. Nur biblisch gesehen sollte man
seinen Nachbarn lieben wie sich selber und einer Person in Not selbstlos helfen und nicht, weil man dafür Geld bekommt. Aber wo kann man denn schon biblische Maßstäbe in dieser Welt ansetzen? Und ganz besonders, wenn es hier um Nazistaaten geht. Weil im Grunde war Argentinien ja nichts anderes als ein Nazistaat. Wurde genauso der Perón in die Macht geholfen durch die Jesuiten wie in Deutschland Hitler. Alles beides, katholische Puppen der Jesuiten. Schon vor dem Staatsstreich vom 4. Juni 1943, also das ist der Coup d'État, mit dem Perón die Obristen an die Macht kamen, ist in den Schriften Perons ein spürbarer Antisemitismus nachweisbar. Im Mai des gleichen Jahres bediente sich der Oberst mit Leichtigkeit eines protonazistischen Vokabulars. Protonazistisch habe ich auch noch nicht gehört. Als er zwei streng vertrauliche Papiere für seine geheime GUU-Loge schrieb. Ja, was ist die GUU-Loge? Da müssen wir mal eben in den hinteren Teil des Buches gehen. Da sind einerseits Schlüsselfiguren und andererseits auch die Abkürzungen hier aufgeführt. Da muss ich mal eben nachschauen, weil die kann man sich natürlich auch während des Buches nicht die ganze Zeit merken. Aber das Schöne ist, dass wir hinten im Buch hier eine Aufführung haben der meistgebräuchlichen Abkürzung. Das ist hier bei den kurz vor den Fußnoten ist das hier angegeben. Und die GOU, über die wir jetzt gerade eben gesprochen haben, das ist, im Englischen ist das abgekürzt. Hier in der deutschen Version ist die Abkürzung da gar nicht mit bei. GOU, na das ist ja toll. Dann mache ich mir extra die Mühe, das hier hinten nachzuschauen und dann steht das hier gar nicht bei. Dann werde ich mir mal eben das englische Buch dabei holen und dann werde ich euch sagen, wofür die Abkürzung GUU hier steht. Weil schließlich kommt das noch ein paar Mal vor und das sollten wir dann schon begreifen. Gerade eben den Satz werde ich dann jetzt gleich nochmal vorlesen, nachdem ich mir das englische Buch eben aus dem Schrank geholt habe. Also GOU steht für eine Geheimloge, Secret Lodge of Colonels, led by Perón that ruled Argentina between 1943 and 1946. The initials are thought to have stood for Group of Order and Unity. Ja, also GOU steht für Gruppe der Ordnung und Einheit, also GOE würden wir dann wohl in Deutsch sagen, eine Geheimloge von Obristen, die geleitet durch Perón Argentinia regierte zwischen 1943 und 1946. Eine Abkürzung, wofür ich jetzt auf das englische Buch zurückgreifen musste. Aber gut, lesen wir den Satz nochmal, um das zu verstehen und wir wissen jetzt, wofür die GOU steht. Im Mai des gleichen Jahres, also 1943, bediente sich der Oberst, Perón in diesem Fall, mit Leichtigkeit eines protonazistischen Vokabulars, als er zwei streng vertrauliche Papiere für seine geheime GOU-Loge schrieb. In einem Bericht über die Lage in der Heimat griff er auf die Vorstellung eines weit gespannten jüdisch-kommunistisch-kapitalistischen Komplotts zurück und machte verborgene Kräfte und ausländische Agenten jeder Art aus, die unter den verschiedensten Vorwänden an der Sabotage des Staates arbeiten würden. Also, dass Leute mit solchen Informationen versehen werden, ist ja nicht neu. Heute glauben die meisten Menschen, die irgendwo mal was von der neuen Weltordnung gehört haben, ja auch an eine jüdische Weltverschwörung und diesen ganzen Quatsch, weil sie die Bibel eben nicht kennen. Ja? Und Perón hat man hier also mehr oder weniger gesagt, es sind verborgene Kräfte, ausländische Agenten jeder Art, die unter den verschiedensten Vorwänden an der Sabotage des Staates arbeiten würden. Diese Agenten befänden sich in einem Bündnis mit korrupten Politikern, Zeitungen, Juden, Angestellten ausländischer Firmen etc. Kurzum, das ganze Land war unterwandert. Perons Analyse der internationalen Situation ging davon aus, dass die südamerikanischen Nationen, die auf Seiten der Alliierten standen, ihre Unabhängigkeit gegen die Hoffnung getauscht hätten, an der Kriegsbeute beteiligt zu werden, falls die Plutokratien den Krieg gewinnen sollten. Einen Sieg, den er offenbar für zweifelhaft hielt.
muss ich da in eine kurze Erklärung vielleicht mit einsteigen, um das ein klein wenig deutlicher zu machen, was hier ganz genau drin steht. Plutokratien, da sprechen wir von Republiken und Demokratien, also von nicht totalitären Staaten, die sich ja zusammengeschlossen haben in den Alliierten gegen alle anderen Staaten, die mehr oder weniger diktatorisch regiert wurden, wie zum Beispiel ja durch die Obristen Argentinien mit Perón an der erster Stelle eben auch. Ja? Einem Gedankengang folgend, der an Goyeneckis Überlegungen während seiner Treffen in Europa gemahnte, sah er Argentinien als vermittelnde Kraft in diesem Konflikt, wobei er glaubte, dass unsere Nachbarn sich der Gefahr bewusst sind, dass sich der argentinische Einfluss im Fall eines Triumphes der Achse beträchtlich vergrößern wird. Jetzt habe ich gerade eben einen Namen genannt, das war Goyeneche. Auch den muss ich eben im Buch mal nachschlagen, um euch den bekannt zu machen, weil da wird natürlich darauf hingewiesen, wer dieser Goyeneche ist. Da müsste ich nur mal eben die richtige Seite in dem Buch finden. Ja, das kann man mir ja wohl nachsehen, dass ich dafür eben hier hinlenke. Die Schlüsselfiguren Goyeneche ist der Juan Carlos Goyeneche, ein argentinischer katholischer Nationalist. Also wir können ganz stark davon ausgehen, dass er mindestens Jesuiten geschult war, wenn nicht Jesuit war. Und Agent Perons. Der stand mit Fultner, Daye und Guinea in Verbindung. Das sind andere Namen, also die kann man jetzt auch nochmal. Carlos Fultner zum Beispiel war Perons wichtigster Nazi-Fluchthelfer. Daye, das war Pierre Daye, ein belgischer Kriegsverbrecher. In Buenos Aires war Daye eine Schlüsselfigur beim Aufbau der SARE-Organisation, die sich mit der Hilfe Perons der Rettung von Kriegsverbrechern widmete. Und Guinea ist Radu Guinea, rumänischer Nazi-Kollaborateur. Guinea arbeitete mit Fuldner und Daye in Madrid zusammen und reiste dann nach Buenos Aires. Also dieser Juan Carlos Goyeneche, ein argentinischer katholischer Nationalist und Agent Perons, stand, wie gesagt, mit Fuldner, Daye und Guinea in Verbindung. Während des Krieges traf sich Goyeneche in Berlin mit Ribbentrop, mit Himmler, mit Goebbels und höchstwahrscheinlich auch mit Hitler selbst, denen gegenüber er die Treue Argentiniens zum Reich zum Ausdruck brachte. Das ist der Juan Carlos Goyeneche, den ich gerade eben hier zum ersten Mal in dieser Lesung erwähnt habe. Er kommt vorher in dem Buch schon vor, aber das habe ich ja nicht gelesen, deswegen nochmal eben dieser kleine Ausschwung, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Einem Gedankengang folgend, der an Goyeneckis Überlegungen während seiner Treffen in Europa gemahnte, sah er, also Perón, Argentinien als vermittelnde Kraft in diesem Konflikt, wobei er glaubte, dass unsere Nachbarn sich der Gefahr bewusst sind, dass sich der argentinische Einfluss im Fall eines Triumphes der Achse beträchtlich vergrößern wird. Also, im Fall eines Triumphes der Achse, damit sind die kriegsführenden Staaten gemeint, ich sage jetzt mal Deutschland, Italien, Japan, ja, die sich zusammengeschlossen haben gegen die Alliierten, die Achse und die Alliierten, nach dem Motto. Wo wir im ersten die Entente und die anderen kriegsführenden Länder hatten. Der Antisemitismus findet sich überall in den ersten internen Verlautbarungen der GOU nach dem Putsch, in denen die Freimaurerei als eine Schöpfung der Juden und der Rotary Club als ein wahres Netzwerk internationaler jüdischer Spionage und Propaganda im Dienst der Vereinigten Staaten attackiert werden. Ja, das kann ja nur aus einer GOU kommen, aus einer Logenorganisation von Perón selber, um hier wieder mal den Juden die Schuld zu geben an den Tätigkeiten der Jesuiten. Vergesst nie, über die sprechen wir immer noch. Was steht denn hier? Der Antisemitismus findet sich überall in den ersten internen Verlautbarungen der GOU nach dem Putsch, in denen die Freimaurerei als Schöpfung der Juden und Rotary Club als Netzwerk internationaler jüdischer Spionage im Dienste der Vereinigten Staaten attackiert werden. Also, die Freimaurerei ist keine Schöpfung der Juden, sondern eine Schöpfung der Jesuiten. Die Jesuiten haben die Freimaurerei, wie wir sie heute kennen, gegründet.
Und die ganzen oberen Grade wurden von Jesuiten im schottischen Ritus eingeführt. Ja? Das sind Jesuiten, die die Freimaurerei von A bis Z lenken. Da gibt es verschiedene Zitate für, die man nachlesen kann, unter anderem von Helena Petrova-Blavatsky in ihrem Buch entweder ISIS Unveiled oder in der geheimen Doktrin, Secret Doctrine, wo drin steht, dass wenn man die Freimaurerei vom kleinsten bis zum höchsten Punkt nachguckt, dass man immer auf dieselbe Person auskommt und das ist der General der Jesuiten. Ja? Also Freimaurerei ist keine Schöpfung der Juden. Und der Rotary Club als ein wahres Netzwerk internationaler jüdischer Spionage und Propaganda im Dienst der Vereinigten Staaten ist auch totaler Quatsch. Rotary Clubs sind die Einstiegslevels für die Freimaurerei. Wieder die Jesuiten. Hat nichts mit Juden zu tun. Aber da sind sie ja ganz besonders gut drin. Und wer das richtig verstehen will, der muss unbedingt Behind the Dictate, das Kapitel 2, lesen, wo es geht um die Protokolle der Weisen von Zion, wo ich in dem Buch, leider nur in Englisch gibt es das Buch, ganz deutlich erklärt habe, dass die Protokolle der Weisen von Zion nicht von Juden stammen, nicht von irgendwelchen Weisen von Zion, sondern dass das geschrieben wurde von dem Jesuiten Abbé Baruel. Da gibt es auch Beweise für. Könnt ihr euch mal die Webseite Spiritually Smart drüber anschauen. Ja? Aber es ist doch ganz wichtig, dass wir hier merken, dass dieser Antisemitismus sich in Argentinien auch von der Regierung von oben nach unten her durchsetzt. Und wir sind hier jetzt gerade beschäftigt zu verstehen, dass dieser Antisemitismus von Perón dadurch geschürt wird, dass eben in seiner geheimen Loge GOU nach dem Putsch die Freimaurerei als eine Schöpfung der Juden und der Rotary Club als ein wahres Netzwerk internationaler jüdischer Spionage und Propaganda im Dienst der Vereinigten Staaten attackiert werden. Wenn ich das mache von oben herab, dann sorge ich doch dafür, dass ich eine antisemitische, eine antijüdische Stimmung in meinem Land habe. Genau das Gleiche, was Hitler in Deutschland gemacht hat. Ja? Die Freimaurerei als jüdisch verdammt und den Juden dann überall alles die Schuld gegeben hat. Typisch katholisch. Der GOU zufolge, also der geheimen Loge von Perón zufolge, war es notwendig, den zersetzenden und anti-argentinischen Bacillus der verschiedenen Gruppen und Körperschaften im Dienste der Juden und Kommunisten zu zerstören. Ein nationalistisches Dokument, welches diesen Memoranden als Anhang beigefügt war, empfahl, Liberale, Freimaurer oder Rotarier von Regierungsposten auszuschließen und forderte, dass der Buchhalter Greffier, ein Jude, der kürzlich vom Inspektor des Nationalen Bildungsrats eingesetzt wurde, von seinem Posten entbunden würde. Aber aller Rhetorik in den geheimen GOU-Papieren zum Trotz verfolgte Perón einen eher moderaten Kurs, als später noch stärker antisemitisch eingestellte Mitglieder seiner Regierung das Staatsschiff ins Schlingern brachten. Zu diesen zählte der Bildungsminister Gustavo Martínez Zuviría, der unter dem Pseudonym Hugo Wast eine ganze Reihe antisemitischer Bestseller veröffentlicht hatte, darunter den Erfolgsroman 666. Im Lauf des Jahres 1943 verbreitete sich das Gerücht, das GOU-Regime plane, ein Konzentrationslager für 10.000 Juden im Vorort Morón zu bauen, während andere von einem Konzentrationslager in den Wäldern von Ezeiza sprachen. Möglicherweise waren die Gerüchte nicht gänzlich aus der Luft gegriffen. Ein britischer Geheimagent, Abraham Bob Hamwee, hatte sich durch Zahlung von Schmiergeldern Zugang zu den Protokollen der Kabinettssitzungen der GOU-Regierung verschafft. Aus dieser Quelle wusste er, dass bestimmte Minister Druck in Richtung einer Lösung des Judenproblems in Argentinien entfalteten. Hamwees Gewährsmann zufolge war es Perón, der ihren Elan bremste. Zitat: Warum die Gansschlachten die goldene Eier legt? Soll Perón gescherzt haben. Nichtsdestotrotz verhielt sich die Diktatur noch unnachgiebiger als die vorangegangenen zivilen Regierungen, wenn es darum ging, jüdischen Flüchtlingen die Hilfe zu verweigern. War das Zirkular 11 bereits ein für Juden nur schwierig zu überwindendes Hindernis,
so wurden nach dem Staatsstreich von 1943 noch höhere Hürden aufgetürmt. Obwohl eine Reihe von Generälen, die als Aushängeschild dienten, nacheinander den Präsidentenstuhl bekleideten, zogen hinter den Kulissen die Obristen die Fäden und der oberste Strippenzieher war natürlich Oberst Perón. Zitat: Die Personen, die sich aktiv um die Rettung und Unterstützung jüdischer Menschen bemühen, sind übereinstimmend der Auffassung, dass, solange das gegenwärtige Regime an der Macht ist, von der argentinischen Regierung keinerlei Zugeständnisse in Flüchtlingsangelegenheiten zu erwarten sind. Ende Zitat. Berichtete die US-amerikanische Botschaft am 21. April an Präsident Roosevelts soeben gegründeten War Refugee Board. Die Obristen ernannten den Anthropologen Santiago Peralta, der in Deutschland studiert hatte und erpicht darauf war, Schädel zu vermessen, zum Chef der Einwanderungsbehörde. Peralta war 1887 in der für ihre Weinproduktion berühmten Nordprovinz Mendoza geboren worden und als Kind mit seinen Eltern nach Buenos Aires umgezogen, wo er an der Philosophischen Fakultät in Anthropologie einen akademischen Grad erwarb. 1922 begann er sein Maßband anzulegen und vermaß die Körper von Armeerekruten für eine anthropologische Studie über militärische Haltung. Später wurde er Schulinspektor und reiste bis zu den abgelegenen jüdischen Siedlungen in der Provinz Entre Ríos im Norden. Im Jahre 1932 studierte er angewandte Anthropologie in Deutschland. Also heute würde man sagen, er wäre ein Eugeniker. Viele Details aus seinem Leben bleiben im Dunkeln, aber eine Sache ist klar. Peralta war ein Nazi, wie es Hector Chiapuccio, einer seiner Nachfolger an der Spitze der Einwanderungsbehörde, kurz und bündig zusammenfasste. Seiner Einschätzung nach war Peralta ein Mann des militärischen Geheimdienstes. Noch in den 1960er Jahren wurde Chiapuccio als Leiter der Einwanderungsbehörde im Namen Peraltas bedrängt, die Einwanderung aus Japan und der Sowjetunion zu blockieren. Im Jahre 1943 veröffentlichte Peralta ein offen antisemitisches Buch, La Acción del Pueblo Judío en la Argentina, also die Aktion des jüdischen Volkes in Argentinien. Es offenbart einen schwerfälligen, schematisch denkenden und in militaristischen Konzepten befangenen Geist und könnte schon für sich allein als Beweis dienen, dass Rassismus aus Ignoranz entsteht. Denkt da mal drüber nach in Deutschland, wenn ihr Leute als Rassisten beschimpft. Rassismus entsteht aus Ignoranz. Dem kann ich nur zustimmen. Es stellt vielleicht bis heute das wildeste antisemitische Pamphlet dar, das jemals in Argentinien veröffentlicht wurde, und es erschien just in dem Augenblick, als die Nachrichten über die Konzentrationslager der Nazis weltweit publik wurden. Als eingefleischter Paranoiker fürchtete Peralta, dass eine jüdische Verschwörung darauf aus sei, sein geliebtes Land in eine Heimstätte für die aus Europa vertriebenen Juden zu verwandeln. Zitat: Die Einwanderungsbehörde war lange Zeit in ihrer Hand, schrieb Perons Rassenexperte Peralta. Es gelang ihnen, unwissende und unkultivierte Personen in die verantwortlichen Positionen einzusetzen und die europäische Einwanderung zum Stillstand zu bringen, so dass sie als einzige Siedler übrig blieben. Diese merkwürdige Wendung der Dinge fiel mit dem Ende der jüdischen Herrschaft in Deutschland zusammen. Welche jüdische Herrschaft in Deutschland, bitte? Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals in Deutschland Juden regiert hatten. Sie brauchen eine neue Heimat für die Verfolgten aus Deutschland und dieser Ort war unser Land. Und die Flut armer jüdischer Einwanderer stieg leise und gemächlich weiter an, während die Argentinier sich mit Negermusik, tropischen Tänzen und amerikanischem Kino die Zeit vertrieben. In diesem Stil geht's immer weiter. Seite folgt auf Seite voll pseudowissenschaftlicher Theorie und einer wüsten Mischung antisemitischer Stereotype, die in Peraltas Kopf herumspukten. Peralta machte trotz seines Antisemitismus Karriere. Und als Perón
Mitterrand am 4. Juni 1946 als demokratisch gewählter Präsident sein Amt antrat, ja, also erst, wie gesagt, habe ich ja im letzten Teil gesagt, erst ein Coup d'État, ein Staatsstreich und dann sich ordentlich wählen lassen und an der Macht bleiben. Als Perón am 4. Juni 1946 als demokratisch gewählter Präsident sein Amt antrat, bestätigte er Peralta auf seinem Posten und löste dadurch einen Sturm der Entrüstung auf Seiten der liberalen Kreise und der jüdischen Gemeinde aus. Um allem die Krone aufzusetzen, nahm Peralta das Thema 1946 mit einem zweiten, gleichermaßen wüst antisemitischen Buch wieder auf, in Influencia del Pueblo Arabe en la Argentina, also der Einfluss der arabischen Völker in Argentinien, verglich er die Vorteile, die eine Förderung der arabischen Einwanderung mit sich bringen würde, mit den Nachteilen einer Zulassung von Juden. Die Juden wohnen wie eine Zyste im Körper des Volkes, inmitten dessen sie sich niederlassen, und die einzige Beziehung, die sie aufbauen, ist der kommerzielle Kontakt, um es auszubeuten. Er teilte die Ansicht, dass die Juden für die Kreuzigung Christi bestraft werden sollten, der Liebe, Freundlichkeit und Vaterschaft gepredigt hat, wieder die Rebellion Jehovas, die auf Strafe, Hass und Furcht beruhe. Also, da würde ich ja aus dem Kommentieren gar nicht mehr rauskommen, wenn ich mich da jetzt mal kurz mit beschäftige. Das ist ja so viel Falschlehre, was hier drin steht. Nicht, dass Jesus Christus Liebe, Freundschaft und Vaterschaft gepredigt hat, aber dass das wieder die Religion Jehovas gar, die auf Strafe, Hass und Furcht beruhe, nach dem Motto, wie so viele Leute meinen, der Gott im Alten Testament ist ein anderer als der im Neuen. Quatsch! Totale, verkehrte, aber hauptsächlich freimaurerische Falschauslegung. Und dann steht hier weiterhin, dass die Juden verantwortlich sind oder bestraft werden sollen für die Kreuzigung Christi. Die Juden haben Christi nicht gekreuzigt, das waren die Römer. Also wenn schon, denn schon. Aber Lüge über Lüge über Lüge von Leuten wie Peralta. Peraltas Feder triefte vor Nazigift. Die Juden seien eine parasitäre Pflanze, unterstützt von großen Imperien fremden Geldes und geistig umnachteten Regierungen. Sie würden das gesamte argentinische Volk ausbeuten. All dies schrieb der Leiter der Einwanderungsbehörde nieder, während in Deutschland die Nürnberger Prozesse stattfanden. Es ist nicht unsere Absicht, rassistische Unterscheidungen vorzunehmen. Aber wir werden das Beste der weißen Rasse auswählen, um das Argentinien zu schaffen, von dem wir alle träumen, erklärte er mit ernster Miene vor der Presse. Dieser Peralta ist ein Kind der Jesuiten. Dieser Peralta könnte der Sohn von Adolf Hitler sein, wenn man davon ausgeht, was er schreibt und zwischen Anführungszeichen predigt. Mitte Mai 1946, am Vorabend der Amtseinführung Perons, legt das Dampfschiff Jamaika mit 70 Juden an Bord im Hafen von Buenos Aires an. Peralta verweigerte ihnen die Ausschiffung, also dass sie sich von Bord bewegen durften. Die jüdischen Organisationen waren aufgebracht und ein Sturm öffentlicher Entrüstung brach ein paar Tage später aus, als Perón die Präsidentschaft übernahm. Stimmen wurden laut, die Peraltas Rücktritt forderten. Die Presse erinnerte Perón in täglichen Berichten daran, dass Peralta noch immer im Amt sei und fragte nach, wie lange er es noch bekleiden würde. Das Verbleiben eines Antisemiten an der Spitze der Einwanderungsbehörde ist eine Beleidigung für unser Land, empörte sich die angesehene Wochenzeitung Gobernantes. Und die New York Times brachte einen Leitartikel über die Jamaika-Affäre, über die Jamaika-Affäre 1902. Das ist Fußnote 92, weil es geht ja darum, dass das Dampfschiff Jamaika hieß. So, was können wir in der Fußnote 92 darüber nachlesen? Steht da was Interessantes drin? Da wollen wir uns das gleich mal eben anschauen. Aber da steht nur, dass es halt in Gobernantes vom 9. und vom 20. Juni 1946 veröffentlicht wurde und in der New York Times vom 16. Juni 1946. Ja, darin
brachte die New York Times also einen Like-Artikel über die Jamaika-Affäre, was nichts mit dem Land Jamaika zu tun hat, sondern was mit dem Schiff zu tun hat, das Dampfschiff, das Mitte Mai 1946 in Argentinien anlegte. Während des so entscheidenden ersten Jahres nach Kriegsende verschloss Peralta den Juden, die um Aufnahme in Argentinien nachsuchten, die Türen. Der Jamaika-Zwischenfall ereignete sich nicht in einem luftleeren Raum. Bereits Ende 1945 hatte Peraltas Haltung, die Vertreter der internationalen jüdischen Hilfsorganisation, die Buenos Aires besuchten, zutiefst bestürzt. Als sie ihn inständig baten, bereits in Argentinien lebenden Juden zu gestatten, ihre Kinder, ihre Ehepartner, Geschwister oder ihre Eltern nachzuholen, blieb Peralta völlig ungerührt und erneute Bitten im Jahre 1946 blieben ebenso erfolglos. Die Angelegenheit musste direkt vor den Lider persönlich gebracht werden, also LIDER, das ist dann wohl der Führer Perón. So betrat Mitte November eine Gruppe von 10 Vertretern der jüdischen Gemeinde das Präsidentenbüro. Die strittigen Fragen wurden auf den Tisch gelegt. Die jüdische Einwanderung war blockiert. Peralta weigerte sich bei der Zusammenführung der jüdischen Familien selbst bei den engsten Familienangehörigen Zugeständnisse zu machen. Perón verhielt sich ausweichend. Er versprach, die Angelegenheit zu prüfen. Wie sich herausstellen sollte, unternahm er nichts. Was mag Perón während seiner Treffen mit führenden Persönlichkeiten der jüdischen Gemeinde durch den Kopf gegangen sein? Zum Glück wissen wir es, denn er diskutierte das jüdische Problem mit den flüchtigen Nazis, denen er Unterschlupf gewährte. Zitat: Ich erinnere mich, dass einer der Deutschen, die nach der Niederlage nach Argentinien kamen, mit mir über das jüdische Problem sprach, erzählt Perón in den Memoiren, die er Ende der 60er Jahre in seinem Madrider Exil in das Mikrofon eines Kassettenrekorders diktierte. Wie soll ich mich Ihrer Meinung nach auf diesem Schlamassel der jüdischen Frage einlassen, wo Sie doch genau wissen, dass Hitler mit seinen 100 Millionen Einwohnern sie nicht lösen konnte? Was soll ich also mit 20 oder 25 Millionen Argentiniern ausrichten? Fragte Perón den Deutschen. Wenn die Juden hier bereits leben, können wir sie nicht umbringen. Und ausweisen können wir sie auch nicht. Es gibt keine andere Lösung, als sie dazu zu bringen, innerhalb der Gemeinschaft zu arbeiten und sie davon abzuhalten, abgesonderte zionistische Organisationen zu bilden. Wie die Tonbandaufnahmen zeigten, teilte der Präsident Peraltas Vorliebe für die Araber. Ich unterhielt mit der arabischen Gemeinde ausgesprochen freundschaftliche Beziehungen, weil sie Peronisten aus dem Herzen heraus waren, während es die Juden nur aus Eigeninteresse heraus waren. Ich kannte arabische Abgeordnete, Senatoren, Kabinettsmitglieder. Nach meiner Auffassung sind die Araber den Juden in dieser Hinsicht überlegen. Sie passen sich leichter an, sie schlagen Wurzeln, sie gehen in der Kultur auf, während der Jude immer ein Fremdling bleibt. Er integriert sich nicht. Das mag aus Gründen der Rasse oder der Religion sein, aber es ist so. Ich glaube, dass wir heute in 2018 in Europa das absolut nicht bestätigen können. Aber das, was hier dem Juden vorgeworfen wird, so ist der Muslime heutzutage. Das heißt, er passt sich nicht an, er schlägt keine Wurzeln und geht in der Kultur auf, sondern er bleibt ein Fremdling und integriert sich nicht. Das ist doch der Muslim von heute, oder habe ich da irgendwas verkehrt verstanden in der Welt, in der wir heute leben? Das war vor 70 Jahren anders? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nur, der Perón spricht wahre Nazi- und damit jesuitische Propaganda. Das muss man da eben rauslesen. Perón hat niemals wirklich etwas gegen die bösartige, mit antijüdischen Maßnahmen agierende Bürokratie unternommen. Stattdessen spannte er sie in seine Dienste ein. Juden wurden zuweilen auf der Basis von Einzelfallentscheidungen durch die persönliche Intervention des Good Guys Perón zugelassen, während Peralta weiter den
Part des Bad Guys spielen durfte. Ja? Guter Polizist, schlechter Polizist. Kennt ihr das Spiel? Am 14. Februar 1947 legte der Dampfer Campana mit 47 Holocaust-Überlebenden an Bord im Hafen von Buenos Aires an. Wieder mal verweigerte Peralta den jüdischen Passagieren die Ausschiffung. Der Präsident der jüdischen Dachorganisation DAIA appellierte direkt an Perón, indem er ihn bei einem Treffen mit führenden jüdischen Persönlichkeiten, die eine peronistische Organisation bilden wollten, überraschte. Perón hörte sich das von Moises Goldmann vorgetragene Gesuch an und ordnete die Aufnahme der Holocaust-Überlebenden an. Die Passagiere wurden unter lebhafter Anteilnahme der Presse an Land gebracht und direkt zum Wohnsitz des Präsidenten geführt, um ihm persönlich zu danken. Perón war nicht anwesend, aber sie wurden von einem seiner Minister empfangen. Die jüdische Presse reagierte im Glauben, dass ein Wendepunkt erreicht sei, enthusiastisch. Aber Perons Schachzug hatte keinen humanitären Hintergrund und die Folgezeit sollte beweisen, dass die Geste der Campana ein isolierter politischer Akt bleiben sollte. Noch in derselben Woche gelang es Perón, die jüdische Gemeinde zu spalten, indem er die auf dem Peronismus ergebene Organisation Israelita Argentina, OIA, schuf, die sich seiner und Evitas Gunst erfreute. Unter den Begünstigungen, welche die OIA für ihre Loyalität erhielt, waren auch Einreisegenehmigungen, die sie anderen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde triumphierend als Trophäe vorhalten konnte. Die ältere, traditionellere und unabhängigere DAIA musste sich fortan mit den Brotsamen von Perons Tisch bescheiden. Zitat: Wenn man ihm ein Geschäft anbietet, ist der Jude dabei, der Jude ist vor allem ein Händler, vertraute Perón in Madrid seinem Tonbandgerät an. Ein verärgerter Peralta heftete eine barsche Bemerkung an die Passagierliste der Campana, in der er klarstellte, dass es nur seiner Exzellenz, dem Präsidenten der Nation, zu verdanken sei, dass er diesmal eine Ausnahme machen und den Juden die Einreise gestatten werde. Die Restriktionen aber, die Peraltas Ausnahme erst möglich machten, wurden von Perón unverändert beibehalten. Allerdings mehrten sich die Stimmen, die Peraltas Rücktritt forderten. Goldmann von der DAIA traf sich im März und im April 1947 zweimal mit Perón, um sich für 12 jüdische Flüchtlinge einzusetzen, die ein Transitvisum für Paraguay besaßen. Politische Turbulenzen in jenem Land hatten ihre Weiterreise dorthin unmöglich gemacht und Peralta hatte ihre Rückkehr nach Europa angeordnet. Im folgenden Monat wurde 14 weiteren Flüchtlingen 3 Wochen lang verweigert, das Schiff zu verlassen, und nur der Druck der öffentlichen Meinung in den USA zwang Peralta zum Einlenken. In den Vereinten Nationen wurde eine abgefangene geheime Anweisung an die argentinischen Konsuln, Juden Visa zu verweigern, öffentlich thematisiert. Schließlich wurde ein jüdischer Geschäftsmann, der bei Peralta eine Einreiseerlaubnis für seinen Bruder beantragt hatte, von diesem aufgefordert, seine Sachen zu packen, solange er und die jüdische Gemeinde dazu noch Zeit hätten. Jüdische Hilfsorganisationen legten nun offiziell Protest ein. Im Juni 1947 gab Perón dem Druck schließlich nach und Peralta wurde entlassen. Nach mehr als 4 Jahren. Trotz der Politik der verschlossenen Türen war es auf die eine oder andere Art einem Teil der Menschen, die aus dem besetzten Europa vertrieben worden waren, gelungen, nach Argentinien einzusickern. Die Schätzungen schwanken, was in einem Land mit so lückenhafter Statistik nicht verwunderlich ist. Aber zwischen 20.000 und 40.000 Juden sollen zwischen 1933 und 1945 in Argentinien eine neue Heimat gefunden haben. Eine genauere Zählung wird möglicherweise nicht zu leisten sein, weil viele Juden aufgrund der geheimen Direktiven gezwungen waren, illegal einzureisen. Für die Jahre 1942 bis 1945 gibt es beispielsweise nur 240 dokumentierte Fälle legaler jüdischer Einwanderung. Einige jüdische Hilfswerke geben für denselben Zeitraum mit 4.460 eine wesentlich höhere Zahl an.
Die Möglichkeit, dass einige dieser Gruppen ihre Zahlen aufgebauscht haben könnten, um in den Genuss von Zuwendungen zu kommen, zeigt, wie vertrackt die Angelegenheit ist und auf welche Fallstricke sich der Forscher gefasst machen muss. Aber selbst diese geringe Zahl liegt höher als die entsprechenden Zahlen für andere Länder der westlichen Hemisphäre, einschließlich der Vereinigten Staaten. Dies ist der argentinischen Seite allerdings nicht als Verdienst anzurechnen. Der überwiegenden Mehrheit der eingereisten Juden war dies nur gelungen, weil sie sich erfolgreich als Katholiken ausgeben konnten oder in der Lage waren, die horrenden Bestechungsgelder zu bezahlen, die von argentinischen Diplomaten und Beamten der Einwanderungsbehörde verlangt wurden. Welche auch immer die tatsächliche Zahl sein mag, sie wird auf jeden Fall himmelschreiend niedrig sein, wenn man sie daran misst, wie viele Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn Argentinien seine geheime Politik gegen die Juden nicht mit solcher Härte durchgesetzt hätte. Wie viele Tausende mehr hätten gerettet werden können, wenn die Bürokraten in Buenos Aires ein Mindestmaß an Großmut und elementarem menschlichen Anstand hätten walten lassen. Schließt Kapitel 3. Unerwünschte Emigration in dem Buch Odessa, die wahre Geschichte von Uki Goni. Wie gesagt, es gibt noch zwei weitere Kapitel. Das nächste, das heißt die Preisgabe der argentinischen Juden und schließt sich hier an das Kapitel 3 an. Und das fünfte heißt die Erpressung der Juden. Aber es ist nicht meine Absicht, diese auch noch zu lesen. Mir ging es darum, um deutlich zu machen, dass weltweit und vor allen Dingen, und das ist ja fast noch viel schlimmer, innerhalb Deutschlands alle Finger immer auf die Deutschen zeigen, wie schlimm sie zu den Juden waren. Aber es wird unterdrückt, möchte ich mal sagen, um darauf zu weisen, dass so viele sogenannte freie Länder, Länder, die Regierungen hatten, die demokratisch waren, die Regierungen hatten, die republikanisch waren, die also vom Volk regiert wurden, wie England, wie die Vereinigten Staaten von Amerika, die ihre Grenzen für die Juden auch verschlossen haben. Wenn man also mit dem Finger weist auf Kriegsverbrechen, dann muss man meines Erachtens auch darauf weisen, dass andere Länder ihre Grenzen diesen Flüchtlingen zugemacht haben und wie in dem Buch gerade vorhin gelesen war, ja, wir gelesen hatten, Flüchtlinge nicht als Immigranten zu sehen sind. Das ist auch nicht so. Man muss da einen Unterschied machen, ob jemand ein Flüchtling ist oder ein Immigrant. Aber die Juden waren ja nun keine freiwilligen Immigranten. Sie waren verfolgt. Aus Europa. Ich sage nicht nur Deutschland, weil in anderen Ländern ging es genauso schlimm. Und sie wurden in England nicht reingelassen und sie wurden in die Vereinigten Staaten von Amerika nicht reingelassen, weil das nicht die Absicht war. Die Absicht der Judenpolitik Deutschlands war, dafür zu sorgen, dass es einen Staat gibt, der in Palästina gegründet wird für die Juden. Das sollte erreicht werden durch sie auswandern, sie emigrieren zu lassen dahin. Wie das jetzt genau durchgeführt wurde, will ich mich gar nicht weiter mit befassen in diesem Augenblick. Muss mal jeder seine eigenen Gedankengänge haben und seine eigene Nachforschung darüber anstellen. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Gründung des Staates Israel vom Zionismus absolut gewünscht war. Und der Zionismus, der angefangen bei Herzl im Ende des 19. Jahrhunderts in die Welt trat, ist römisch-katholisch, weil die römisch-katholische Kirche mit ihrer Lehre des zukünftigen Antichristen das Kommen von Jesus Christus in der 70. Woche von Daniel, Kapitel 9, Verse 4 bis 27, verneint, weil die römisch-katholische Kirche auf einen zukünftigen Antichristen hinbaut,
der dann diese 70. Woche von Daniel erfüllen soll, obwohl die überhaupt nichts mit dem Antichristen zu tun hat. Schaut euch da bitte meine Videos an, der größte Betrug seit dem Garten von Eden, die drei Stück, dann werdet ihr das sehr gut verstehen, was ich damit meine. In der Lehre der römisch-katholischen Kirche, die verbreitet wurde vor allen Dingen durch Francisco Ribera in 1591, wird gelehrt, dass der Antichrist eine einzelne Person ist, die wenige Jahre vor Jesus Christus zurückkommt, offenbart wird und einen Friedensvertrag mit den Juden schließt und in der Mitte des siebenjährigen Friedensvertrages nach 3,5 Jahren sein Leben verlieren wird und die Opferungen aufhören werden im Tempel. Aber dafür brauche ich einen funktionierenden israelitischen Staat, dafür brauche ich einen funktionierenden Tempel und dafür brauche ich die Opferungen, die alle wieder eingeführt werden sollen, um eben dieses Theater nachzuspielen und dafür zu sorgen, dass die Menschheit betrogen wird und nicht glaubt und nicht versteht, dass Jesus Christus Daniels Prophezeiung von Kapitel 9 komplett erfüllt hat vor knapp 2000 Jahren. Und dieses Ziel zu erreichen, diesen israelischen Staat zu erreichen, dafür gehen sie über Leichen. Logischerweise. Und das haben sie geschafft. Und dass sie es daneben geschafft haben, das deutsche Volk international als Judenhasser darzustellen. Wobei gerade im Zweiten Deutschen Reich der Bismarckzeit, Ende des 19. Jahrhunderts, die Juden florierten in Deutschland und sich wohlgefühlt hatten in Deutschland. Ja, wie kriegt man solche Juden denn weg? Durch Verfolgung. Und jetzt haben wir sie alle konzentriert in diesem Stück Land, das sich Israel nennt. Und wenn ich sie alle an einem Platz habe, dann kann ich sie a. leichter kontrollieren und b. leichter auslöschen. Und das ist das Ziel der römisch-katholischen Kirche von Anfang an. War es nicht das heidnische Rom, das zur Zeit Jesus Christus befohlen hat, dass jedes neugeborene Junge bis 2 Jahre zu ermorden ist, um dafür zu sorgen, dass die Saat, von der der Herr sprach in Genesis 3, Vers 15, nicht aufgehen kann? Und selbst in diesem Buch lesen wir, dass, Zitat, die Juden verantwortlich sind für die Kreuzigung Jesu. Nein, nein, nein. Die Juden wurden gefragt, ob sie wollen, dass er gekreuzigt wird. Und natürlich, weil sie unter dem Einfluss der Pharisäer und Schriftgelehrten standen, jubelten sie alle ja. Aber gekreuzigt hat Jesus Christus Rom und nicht die Juden. So, ich hoffe, dass dieser kleine Ausflug in das Buch Odessa, die wahre Geschichte, Fluchthilfe für Nazi-Kriegsverbrecher, euch gefallen hat. Besorgt euch das Buch selber. Wie gesagt, es ist nicht so besonders teuer. Man kann es in Deutsch kaufen, man kann es in Englisch kaufen. Und ich habe sie beide hier. Und ich habe das halt in die Lesung der verborgenen Geschichten der Jesuiten mit einfließen lassen. Es gibt jetzt noch ein paar Teile, bis die Buchlesung vorbei ist. Und danach fange ich wieder was Neues an. Gut, ich danke soweit fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und macht bitte eure eigenen Studien, wobei hauptsächlich die Bibel an der Basis eures Lernens und Lehrens liegen sollte. Bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66 meldet sich ab, wünscht euch noch einen schönen Tag. Möge Gott euch behüten, beschützen und segnen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government. That cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life
where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, there was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.